Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Running Man Profi. Heute mal ein etwas interessanteres Thema, weil irgendwann denke ich mal, wird es euch schon nerven. Jedes Mal wird Chemie durchgenommen. Aber ich denke mal, mittlerweile sind wir so weit, dass wir auch mal Produkte unter die Lupe nehmen können. Ich war vor kurzem im Supermarkt unterwegs. Ich sag jetzt nicht welcher, ne? Und dann war ich in der Reinigungsmittelabteilung und habe mir mal die Reinigungsmittel angeguckt. Preislich sind die ja ganz okay, ne? Aber dann habe ich mal auf der Rückseite mir die Inhaltsstoffe angesehen und dachte, ach du heilige Mutter Gottes. Also, heute haben mich zwei Produkte, oder heute werden wir mal zwei Produkte unter die Lupe nehmen. Einmal Brial Top und einmal einen billigen Allzweckreiniger. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber auf dem Thumbnail könnt ihr sehen, um welches es sich handelt. Ich werde hier auch nichts schlecht reden. Wir werden nur es genau unter die Lupe nehmen. Um auch kein Mist zu erzählen, habe ich mir zum Beispiel das Sicherheitsdatenblatt runtergeladen. Damit wir auch ein bisschen genauer auf die Inhaltsstoffe eingehen können. Fangen wir mal mit was ganz Leichtem an. Und zwar dem Preis. Und dann werden wir nach und nach, je nach Inhaltsstoff, werden wir Punkte vergeben. Bei dem billigen Allzweckreiniger, den kriegt man pro Liter Flasche für 75 Cent. Okay, hört sich in erster Linie sehr gut an. Bei Brial, top. Ihr kennt den Hersteller Ecolab, ich will den jetzt auch nicht in die Höhe preisen. Oder ich werde jetzt auch nicht gesponsert oder bezahlt. Ich will nur mit euch das mal ein bisschen genauer betrachten. Brial Top kostet pro Liter Flasche 4,40 Euro mit Mehrwertsteuer. Natürlich, wenn jetzt Firmen das einkaufen, kaufen sie natürlich in Massen ein. Dann wird die Mehrwertsteuer abgeführt. Und dann, ich denke mal, im Endeffekt, je nach wie viel Stück man kauft, kommt man auf. Ja, wenn man noch mit Kanistern kauft, kommt man vielleicht mal auf 2,50 Euro. Bleiben wir bei 2,50 Euro pro Liter. Okay. Hier geht der klare Punkt an den billigen Allzweckreiniger. Das ist ja schon mal der erste Punkt. Schreiben wir mal hin, wo können wir das denn am besten notieren? Dann machen wir mal hier einen Punkt. Der hat schon mal einen Punkt kassiert. Weil der im Preis billiger ist. Okay. Dosierung. Wie wird was dosiert von den Mitteln? Also, bei Brial Top wird angegeben, auf 10 Liter Wasser ein Spritzer bis je nach Verschmutzungsgrad maximal 200 Milliliter. Wird keiner machen. Vielleicht bei der maschinellen Reinigung verwendet man 200 Milliliter, aber ansonsten wird immer nur ein Spritzer auf 10 Liter Wasser verwendet. Und ein Spritzer sind vielleicht 10 bis 15 Milliliter. Also schreiben wir 10 bis 15 ml pro 10 Liter Wasser. Bei dem billigen Allzweckreiniger wird angegeben eine Verschlusskappe auf 5 Liter Wasser. Das heißt, auf 10 Liter Wasser haben wir zwei Verschlusskappen. Und eine Verschlusskappe sind 25 Milliliter. Da wird nicht angegeben, dass man vielleicht, wenn man jetzt einen nicht so verschmutzten Raum hat, dass man vielleicht weniger nehmen sollte. Nein, da wird radikal angegeben 25 Milliliter pro 5 Liter Wasser. Das heißt, wir haben 50 Milliliter Reinigungsmittel auf 10 Liter Wasser. Und das ist enorm. Enorm, aber was das für Bedeutung hat oder wie das sich auswirken wird, werde ich euch später erklären. Schreiben wir hin, 50 ml pro 10 ml Wasser. Klarer Punkt an Brial Top. Weil die Dosierung hier genauer erklärt wird und man auch weniger dosieren sollte. Fangen wir an mit den Inhaltsstoffen. So, Inhaltsstoffe. Und bei den Inhaltsstoffen dachte ich, ach du, uiuiui. Also, Inhaltsstoffe Brial. Was hat man da? 5% nicht ionische Tenside.
Warum werden da... Okay, machen wir anders. Ich erkläre es euch anders. Bei dem Allzweckreiniger werden 5% anionische Tenside angegeben und dann ohne prozentuale Angabe die nicht-ionischen Tenside. Wir wissen ja, die nicht-ionischen Tenside verstärken die anionischen Tenside. Okay. Beim Breal ist es wiederum andersherum. Da werden 5% nicht-ionische Tenside als erstes angegeben und dann folgen die anionische Tenside ohne prozentuale Angabe. Warum ist das so? Ganz einfach ist das so. Bei beiden Mitteln sind keine Kalkinaktivierungsmittel vorhanden. Das heißt, sollten wir auf ein richtig kalkhaltiges Wasser treffen, habe ich ja in einem Video erzählt, reagieren die Magnesium- und Calcium-Ione mit, zum Beispiel können mit den anionischen Tensiden reagieren, zur Kalkseife. Deswegen hat sich jetzt ein Premium-Hersteller, sage ich mal, da gedacht, dann nehmen wir doch mal lieber mehr nicht-ionische Tenside, die die anionischen verstärken, aber weniger dafür anionische Tenside, um, sagen wir mal, die Kalkseifenbildung zu verhindern. Da sage ich mal, das kann ich jetzt auch nicht wirklich, keinen wirklichen Punkt vergeben, an was besser ist. Ne? Das ist ja beides halt irgendwie fast gleich. Fast gleich. Aber, ja, nee, doch, da vergeben wir keine Punkte. Also bei dem Allzweckreiniger, bei dem billigeren sind 5% anionische, darunter nicht-ionische Tenside. Beim Breal sind 5% nicht-ionische, darunter anionische Tenside. Okay, wir hatten keine Punkte vergeben. Bisher haben wir Gleichstand. Bisher. Als nächstes, und da dachte ich, das könnt ihr doch nicht ernsthaft bringen. Der billige Allzweckreiniger hat allen Ernstes noch zusätzlich im Inhaltsstoff Seife angegeben. Negativ geladene Seife. Wir wissen ja, Seife ist eine Untergruppe von anionischen Tensiden und anionische Tenside sind negativ geladen. Und wir wissen, dass Seife hundertprozentig mit Magnesium- und Calcium-Ionen zur Kalkseife reagiert. Das heißt, es bildet sich ein wasserunlösliches Molekül und es bildet sich Geschmiere auf dem Boden. Das ist sehr, sehr schlecht. Das heißt wiederum ein Punktabzug. Ich mache das ungern, aber ein Punktabzug. Und wie sieht es jetzt folgendermaßen aus? Eigentlich durch die Inhaltsstoffe würde ich jetzt für die anionischen und nicht-ionischen Tenside Breal noch einen Extrapunkt geben, weil dieser keine Seife vorhanden hat. Aber mache ich nicht, wir wollen noch ein bisschen fair bleiben. Etwas fair. Noch führt Breal mit einem Punkt. Okay. Was haben wir denn als nächstes? Als nächstes folgen beim billigen Allzweckreiniger Duftstoffe und beim Breal wasserlösliche Lösemittel. Und das ist gut mitgedacht. Das ist wirklich gut mitgedacht. Wir wissen, ich hatte ja letztes Thema mit euch über wasserlösliche Lösemittel unterhalten, also organischen Lösemittel, und wir wissen, was die eigentlich für einen Sinn haben. Und jetzt kommt der Clou. Nicht nur, dass es sich um wasserlösliche Lösemittel handelt, habe ich jetzt im Produktdatenblatt rauslesen können, dass es sich um Butyltoxyethanol, also organisches Lösemittel, das dazu dient, Farbe und Lacke zu lösen, enthalten ist, minimal, plus Alkylethersulfat. Und das ist der Bonuspunkt. Das ist der Bonuspunkt. Ein Alkylethersulfat ist in seiner Form der Salze mit einem anionischen Tensid, also von der Wirkungsweise, gleichzusetzen. Das Besondere an diesem Alkylethersulfat ist, dass der weniger empfindlich gegen kalkhaltiges Wasser ist. Und das ist gut ausgeklügelt. Das heißt, da jetzt sagen wir mal, Ecolab mitgedacht hat
und sich überlegt hat, okay, dann machen wir mal weniger anionische Tenside rein, dafür machen wir Alkylethersulfat rein, dafür müssen wir aber nicht Kalkinaktivierungsmittel reinhauen, was zum Beispiel ein Phosphat wäre, was wiederum sehr umweltschädlich wäre. Und das ist ein ganz klarer Punkt an Ecolab. Hier beim billigen Allzweckreiniger ist sowas nicht drin. Und wie gesagt, ein Lösemittel. Das heißt, zwei Punkte. Zwei Punkte gehen an Ecolab. Machen wir mal hier und hier. Inhaltsstoffe, komplett alle Inhaltsstoffe, die ich gerade gesagt habe, mit den anionischen, nicht-ionischen Tensiden, werde ich nicht aufschreiben. Was haben wir noch beim Brial? Farbstoffe, Parfümöle. Okay, wir wissen ja, damit man auch das Vier-Farben-System sich oder man besser sich orientieren kann, was man jetzt verwendet. Wir wissen ja, Sanitärreiniger Rot. In Anführungszeichen gibt es auch einen blauen Sanitärreiniger, der ist alkalisch. Deswegen auch die Farbstoffe. Und jetzt kommt die Härte. Die Härte. Was mich dazu verleiten würde, niemals den billigen Allzweckreiniger zu verwenden. Es gibt Allzweckreiniger, muss ich ehrlich sagen, die sind vom Aufbau her, vom inhaltsstofflichen Aufbau her, etwas ausgeklügelter. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis gleich. Also kosten auch ungefähr 75 Cent bis 1,50 €. Deswegen sollte man auf Inhaltsstoffe drauf achten. Wenn man sich jetzt, sagen wir mal, einen Allzweckreiniger kauft, sollte man ernsthaft erstmal die Inhaltsstoffe beachten. Achso, bevor wir jetzt mit dem krassen Punkt hier weitergehen, muss ich noch dazu sagen, beim Brial ist der pH-Wert angegeben. Bei diesem Allzweckreiniger nicht. Das finde ich sehr, sehr seltsam. Aber okay. Konservierungsstoff. In diesem billigen Allzweckreiniger ist ein Konservierungsstoff enthalten. Warum zum Teufel wird da ein Konservierungsstoff reingemacht? Ich verstehe es nicht. Was will man da konservieren? Verfaultes, verschimmeltes? Keine Ahnung. Und um welchen Konservierungsstoff handelt es sich dann? Ich muss ehrlich sagen, bis heute kannte ich dieses Konservierungsstoff nicht. Ich musste erstmal nachgoogeln, was es ist. Damit mir erstmal klar wurde, dass dieser billige Allzweckreiniger eigentlich ein No-Go ist. Ein totales No-Go. Und zwar handelt es sich um diesen Konservierungsstoff. Ich hoffe, ich schreibe ihn richtig. Methyl. Der nennt sich Methyl. Ist ein langes Wort. Zolione. Ich hoffe, ich schreibe es richtig. Dia. Zolione. Seltsames Wort. Wie gesagt, ich habe nachgegoogelt. Die Googler war heute mein Freund, beziehungsweise Wikipedia und andere aufschlussreiche Seiten, wo ich mich nochmal vergewissern wollte, ob das halt sich gleicht mit dem, was in Wikipedia stand. Das Zeug ist ein Konservierungsmittel und gleichzeitig ein Biozid. Das ist die Härte, ein Biozid in einem Allzweckreiniger. Aber jetzt kein krasses Biozid, ein Mikrobiozid. Gegen Viren, Bakterien, klar. Die Härte ist, das Zeug wird in jeder Kosmetika verwendet. Früher wurde das in jeder Creme verwendet. Dieses Zeug als Konservierungsmittel in jeder Creme. Seit Februar 2017 ist es verboten worden, das Zeug in Cremes zu verwenden und in Lotions. Aber jetzt nicht als Konservierungsmittel, sagen wir mal in Allzweckreiniger, was ich immer noch nicht verstehe, wofür das da drin ist. Das Problem ist, warum es verboten wurde. 2% der Weltbevölkerung, also der Bevölkerung, bekommen allergische Reaktionen bei diesem Zeug. Das ist die Härte. Plus Hautprobleme. Hautprobleme, allergische Reaktionen. Es ist flüchtig. Es wird auch in Lacken verwendet. Und wenn man jetzt halt das an die Wände streicht oder in Farben, kriegt man das ab. Kriegt man das ab, also man atmet es ein
Und halt kann zu allergischen Reaktionen führen. In Breal sind keine Konservierungsstoffe vorhanden. Auch wenn das Zeug billiger ist. Meine persönliche Meinung und auch meine Erfahrung, ich würde Breal nehmen. Allein deswegen, wegen diesem Methylzeug und wegen der Seife als Inhaltsstoff. Letztendlich, meine Freunde, bleibt es eure Entscheidung, was ihr nehmt, was ihr nicht nehmt. Ich sage euch, es gibt billige Reinigungsmittel. Ihr müsst nur, es gibt gute billige Reinigungsmittel. Ihr müsst nur euch mal die Inhaltsstoffe unter die Lupe nehmen, bevor ihr sowas kauft. Bei Reinigungsmitteln sowieso, ne? Wir wollen ja nicht irgendwas verwenden, wo wir nicht wissen, was es ist. Clara Karosik für Breal. Ausgenockt vom Feinsten. Übrigens, das Thumbnail fand ich sehr gut. Dafür habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich es halt so designen konnte, wie es jetzt ist. Mal ein etwas anderes Thema. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein bisschen Abwechslung reingebracht, da wir schon so weit im Chemischen sind, dass wir auch mal die Inhaltsstoffe unter die Lupe nehmen können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage bis dahin, bleibt sauber. Achso, Moment. Das nächste Thema, wir sind mit der Chemie noch nicht durch. Wir haben noch Enzyme, Kalkinaktivierungsmittel. Biozide, Rodentizide werden wir erstmal nicht behandeln. Das ist jetzt in Richtung Schädlingsbekämpfung. Das machen wir, weil bis das Thema Schädlingsbekämpfung, bis wir mit dem Thema Schädlingsbekämpfung anfangen können, müsste ich, denke ich mal, erst diesen Chemieteil mit den Bioziden, Rodentizide, Insektizide erstmal vorher dran nehmen, damit wir einen Übergang haben, den wir nicht vergessen können. Also den wir nicht so schnell vergessen. Deswegen werde ich dieses Thema als letztes behandeln. Aber bevor wir jetzt, sagen wir mal, mit den elastischen Bodenbelägen loslegen, machen wir jetzt ein bisschen Enzyme, Kalkinaktivierungsmittel, Polymere, Dispersion. Das werde ich versuchen, kompakter zu gestalten, damit wir endlich mal den Übergang zu den aktiven Reinigungen haben. Alles klar, meine Freunde. Bis dahin sage ich, macht's gut, bleibt sauber. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ciao, ciao.